Na, das ist ja ein Blondie, aber es ist nicht mein Blondie. Der ist doch viel hübscher, der hat einen ganz weißen Kopf. Schade, dass er so weit weg ist. Mal schauen, beobachten. Ohrenfresser. Und dann ist er immer weiter, immer weiter. Schade, schade, dann hätte ich aus der Nähe mal gerne gesehen. Na bitte, hier ist noch einer. Aha. Nähern sich. Keine Ahnung, was draus wird. Konkurrenz. Abwarten. Nun hat er sich überlegt und läuft in die andere Richtung, also in meine Richtung. Hat mich sogar überholt. Ich bin ein Stück weiter vorgefahren, stehe aber immer noch auf der Straße. Ob er mich sieht. Sehen tut er mich schon. Kommt drauf an, wie er mich wahrnimmt. Sieht doch, das ist ein Hübscher. Hinter mir ist noch einer, noch weißer, da ist nichts Braunes, ich kann es aber nicht aufnehmen, weil ich Gegenlicht habe. Und durch das rechte Fenster kann ich nicht aufnehmen. Ha, die Konkurrenz kommt. Guck mal. Jetzt bin ich zu weit vorgefahren, jetzt läuft er mir nach hinten. Ja, jetzt läuft er von mir weg. Er wird gleich wegfliegen. In so eine Position. Guckt zu mir. Ich bewege mich nicht. Natürlich sieht er mein Auto. Aber da ich hier schon seit einer Viertelstunde oder länger stehe, aber trotzdem, ich ahne schon, dass er losfliegt. Jetzt ist er woanders hingelaufen. Ich musste wenden. Wieder mal zurückfahren, wieder wenden. Aber sehr. Dann gehst du jetzt immer weiter weg, immer weiter weg. Ganz hinten. Ich sehe ihn noch kaum. Da ist er aber zu dem anderen gelaufen. Da. Und der hat ihn ja weggejagt. Jetzt kommt er langsam wieder nach vorne. Wir werden sehen, ob er näher kommt. Ich bin hier schon mindestens eine halbe Stunde und beobachte das erstmal. Ich kann schon kaum fokussieren, so weit ist er. Bin etwas vorgefahren, um das besser beobachten zu können. Der Braune ist weg. Irgendwo. Keine Ahnung.
vielleicht. Und hoffentlich. Und für mich ist es gut, dass der Braune ihn weggejagt hat. Dann hat er nur hier vorne was zu tun. Und er darf nicht nach hinten, weil dort der Braune ist. Der Stinker irgendwie nähert sich. Ganz weit weg gucken und zwar sehr schnell. Blondie macht. Blondie macht 3-4 Schritte und der rennt in seine Richtung. Dann sind sie schon gar nicht so weit weg. Könnte was Schönes, Interessantes passieren. Mal schauen. Ich müsste noch mal vorfahren, aber ich habe ein bisschen Angst. Und wenn die wieder zurücklaufen, ich müsste wieder weit wegfahren und wenden. So ungünstig. Da verliere ich was von der Action vielleicht. Der Blondie sucht keinen Streit und läuft eindeutig von dem braunen Weg weg. Und da könnte es sein, dass er dann ganz wegfliegt. Oder wenn der Braune denkt, der Blondie ist außerhalb von seinem Revier, lässt ihn vielleicht in Ruhe. Könnte man so denken. Aber der ist immer näher. Guck mal, wie der rennt. Da rennt der Blondie noch schneller. Irgendwie mögen sie sich nicht. Keine Ahnung warum. Jetzt ist er nicht mehr weit weg. Der Blondie hat irgendwie Schiss, weil ich vorfahren musste. Aber das mitbekommen. Noch eine Krähe im Spiel, die eine Rolle spielt, werden wir sehen. Wenn das eine einzelne ist, ist es dann egal. Reicht für alle. Auch vorne. Ganz schön fleißig. Mein Blondie ist abgehauen, beziehungsweise weggelaufen, einfach damit er ein bisschen nicht unmittelbar mit dem hier zu tun hat. Soweit. Jetzt müsste ich mal zurückfahren, will ich aber nicht. Also bleib bei dem Braunen erstmal.